Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, wir sind hier wieder in Lost Ark in einem weiteren Teil. Einer überlebt immer. Das ist so komisch. Okay, lasst uns einfach hier mal weiter viel Spaß haben. Ich kann mir vorstellen, ja, arbeiten tut der aber jetzt nicht. So schön hier. Guckt euch das an hier. Ich meine, die Felder selber sind jetzt nicht gerade die Wucht, wenn man sich das so anschaut. Aber es ist halt noch eine sehr einfache Art, hier Landwirtschaft zu betreiben. Ihr seht, selbst die Käfer hier werden nicht. Normalerweise müssen da die Jugend her und müssen versuchen, diese ganzen Tiere zu besiegen. Weil so in der Art kann man keinen Ackerbau und Viehzucht betreiben, wenn hier überall die Feinde sind. Einer gewinnt immer. Einer bleibt immer übrig. Sehr merkwürdig. Gut. Sammeln wir mal ein bisschen. Okay. Was war das? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Meister? Ich bin doch noch kein Meister. Okay, naja, wenn der das sagt. Ach, das sind Rüben. Also alles sehr chaotisch schaut es irgendwie aus. Hoffrau. Kann ich da rauf? Wow. Nein, schade. Das hätte mich jetzt echt mal interessiert. Das Housing müssen wir uns auch noch anschauen. Ja, natürlich reinlaufen. So, wen haben wir denn da? Müller's Way. Ich sehe nichts. Na komm, dann reden wir mal mit dem. Du willst also das ganze Diorica zu Pferdefutter machen? Es scheint, dass Meister Bishu wohl endlich zur Besinnung gekommen ist. Bitte wartet einen Moment. Bitte sehr, das feinste Pferdefutter hergestellt aus, ja, Dioricas. Ich bin mir sicher, Herr Montague wird es sehr zu schätzen wissen. Ja, der heißt Klare Kante. Morikante, klare Kante. Lustig. Ja, komm, dann gehen wir mal da oben rauf. Schauen wir mal ein bisschen. Wow, Hüpfi machen. Ja, gut gemacht. Komm zu mir, kleines Bunny. Ich muss dir einen Namen geben. Was haben wir denn hier Schönes? Bauer Wick Victorious. Du hast es auch gehört, nicht wahr? Es heißt, Luban hätte der Schericht-Armee Unterschlupf gewährt. Es scheint, als wäre Ewald hinübergegangen, um Luban zu schelten. Luban hat alle Vorwürfe verneint. Aber meine Güte, was für ein Schlamassel. Ich meine, wo Rauch ist, ist auch Feuer, nicht wahr? Vielleicht könntest du ihn überzeugen, zu gestehen und um Vergebung zu bitten. Es wird viel getratscht in Lost Ark. Das muss man tatsächlich sagen. Alles sauber angezogen. Einfacher angezogen, natürlich. Aber auch hier mit Schmuck. Kopfschutz, klar. Bei der Sonne, wenn die den ganzen Tag auf dem Feld sind, brauchst du einen Schutz. Sonst tut das nicht gut. Hier haben wir eine Art Ofen. Ja, eine Schmiede. Da haben sie tatsächlich dran gedacht, hier einen Schutz gegen Regen zu machen. Wirklich interessant. Da haben wir wieder ein paar Viecher. Ich werde denen mal helfen. Ach, die greifen gar nicht an. Das ist echt witzig. Greifen also nur an, wenn ich angreife. Das ist ja interessant. Okay, cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr viele Bauern. Da gibt es wieder so ein Schild.
Hä, da waren wir doch vorhin schon mal, oder? Fauler Bauer Martha. Könnte Luban wirklich tot sein? Das geht gar nicht. Achso, ich muss hier zum Bauern Luban. Ich verstehe nicht, woher Sie dieses Gerücht haben. Heda, guter Ritter, bitte tu mir einen Gefallen. Ich muss meinen Namen von diesem lächerlichen Verdacht reinwaschen. Ich werde der Spion des Regenten. Ich finde kaum noch Schlaf. Ne? Das kann ich mir vorstellen. So ein Shitstorm, das ist heftig. Du bist stark und die Leute respektieren dich. Geh bitte zum Butler Ewald und lege ein gutes Wort für mich ein. Echt jetzt? Das solltest du selber machen. Das ist die Burg. Das ist Cedin. Wo ist denn der Bauer Ewald? Jetzt habe ich nie aufgepasst. Übergib das Pferdefutter an Montigier Nahun. Irgendwas übersehe ich gerade. Ich kann den Quest nicht abgeben. Ach, da ist der Butler. Gott, bin ich doof. Der Tag ist lang, der Tee ist kurz. Ich glaube, wir müssen mal einen Kaffee machen. Jetzt gehen wir mal da oben rauf. Wow, ich habe so viel schon hier jetzt von den Ködern hier befreit, von diesen Käfern, wollte ich sagen. Käfer sind das. Das sind so große Rüsselkäfer. Die sind eigentlich recht heftig, denke ich. Komm, dann gehen wir mal da oben rauf. Machen wir mal hier ein bisschen auf Tempo jetzt. Und ein bisschen weiterkommen. Genau, den haben wir schon aktiviert. Super. Was haben wir denn hier? Beziehung herstellen. Butler. Oh, ich weiß, dass Luban kein schlechter Mensch ist. Jeder verdächtigt Luban der Verschwörung mit dem Regenten. Hätte ich ihn nicht besucht, der Mob hätte ihn vielleicht sein Heim niedergebrannt. Es ist so schwer, Gerüchte Einhalt zu gebieten. Oh ja. So, Missverständnisse über Missverständnisse. Ich glaube, wir können sagen, dass Luban herausfand, wo sich die Schericht-Soldaten verborgen hielten. Oh, der weiß den Unterschlupf. Ein weiser Weg, um ein Gerücht zu ersticken. Dann bat er dich, sie auszuschalten, da er nicht alles selber erledigen konnte, okay? Wenn ich so darüber nachdenke, haben sich einige der neuen Arbeiter beim Anwesen recht verdächtig verhalten. Das hast du aber nicht von mir, okay? Und jetzt? Aha, da ist nochmal was. Gucken wir mal, was er sagt. Wie bitte? Bishu? Er schickt all das Diorika-Futter? Ja, das ist dein Bruder. Damals, bevor wir uns zerstritten, schickte mir mein Bruder dauernd so etwas. Was habe ich nur die ganze Zeit gemacht, darauf gewartet, dass mein Bruder auf mich zukommt? Norin hat mir alles erzählt. Jetzt verstehe ich, warum mein Bruder sich so entscheiden musste. Danke, dass du unser Missverständnis aufgeklärt hast. Als Zeichen meiner Wertschätzung möchte ich dir den Tresorschlüssel anbieten. Norin wird ihn für dich bereithalten. Oh, ich lasse sie... Oh, und ich lasse sie die edelsten Hengste bereitstellen. Sage ihm auch bitte, dass ich bald komme. Also eigentlich interessiert mich jetzt der Bruder-Twist relativ wenig. Der eine hat halt für den König, der andere hat halt für den Feind vom König letztendlich Sympathien gehabt und hat die unterstützt. Das ist halt so gewesen. Und dann gab es halt viel Gerüchte. Du hast es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Onkel Bishu überzeugen. Yeah. Hier ist der Tresorschlüssel. Du kannst die Pferde des Landguts von Veronika dort drüben abholen. Im Namen des Jüngsten. Okay, dann machen wir doch das mal. Sie sagt, meine Pläne wären lächerlich und wir sollten
die beiden lieber ermutigen, miteinander zu reden. Naja, Probleme kann man immer auf verschiedene Art und Weise lösen. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht reden werden. Wenn wir sie nicht hereinlegen, werden sie sich niemals vertragen. Naja, Täuschung ist immer schlecht. Bitte schau, ob du mir eine Flasche Wein bringen kannst, ohne dass mein Vater es mitbekommt. Ich werde langsam durstig. Nahuns Schlüssel. Seit der Gründung von Lutera haben sich unzählige begeisterte Köpfe gemeldet, um ein festes Fundament zu legen. Aber es gab auch ein unvergleichliches Genie mit Fähigkeiten, die alle seiner Vorgänger zusammengenommen übertrafen. Nahun. Nahun war ein ganz gewöhnlicher, ohne einen Familiennamen, aber er tat sich als Erfinder hervor und wurde ein Adliger mit 14 Jahren. Er war ein außergewöhnlicher Architekt, Erfinder und versierter Magier. Nachdem er sich in seiner Lebensmitte mit den Sylvanern angefreundet hatte. Nachdem sich das Königsreich stabilisiert hatte, entwarf Nahun 7 Bauwerke, die jeweils nach einem Sternenboten benannt waren. Darunter waren das Arzenaporium, eine schockierende Verwirklichung des Gleichgewichts zwischen Physik und Magie, und das Gasthaus Sien, ein häufig besuchter Versammlungsort. Während des Baus der Kathedrale von Cardan verstarb König Lutera. Daher wurde leider die Architektur mit dem Namen Lutera zu seinem Grabmal. Nahun verbrachte Zeit damit, das Grab zu verstecken, damit niemand es entweihen konnte. Als sich das Gerücht verbreitete, Nahun habe in seinem Tresor einen Hinweis auf den Weg zum Königsgrab, fertigte er zahlreiche gefälschte Schlüssel an und verstreute sie überall in Lutera. Per Rechtsklick zum Abenteuer Folianten hinzufügen. Okay. Wahnsinn. So, können wir was verkaufen? Ja. Weg damit. Das ist genau gleich, ne? Ja. Ausgerüstet haben wir die 27. Stufe, aber die ist besser, weil sie selten ist. Ein Schwert, ein 140er Schwert. Das Fleisch lassen wir hier. Besessene Ohrringe. Okay. Wir haben die besseren ausgerüstet. Gut. Und eine Hose des wilden Jägers, Stufe 135. Wir haben aber eine 150er ausgerüstet. Können wir also auch verkaufen. Kompetenz, Crit, Bonus kann weg. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Sehr spannend das Ganze. Ein weißer Weg, um ein Gerücht zu ersticken. Wie komme ich denn... Ah, ich sehe schon, ich muss da drüben. Ah, da haben wir ja auch noch jemanden. Warte mal, wir gehen mal schnell hier oben hoch. Da müssen wir runter. Also eine kleine Stadt für sich, ne? Stallmeisterin, jetzt kommt sie zum Zuge. Jetzt bin ich mal gespannt, was die will. Hi! Meister Monterk bat dich, Hengste für das Bichou-Anwesen zu beschaffen? Wow! Ich war besorgt, weil beide Meister rasch erzürnen können. Brüder sollten sich nicht sollten nicht so miteinander umgehen. Ja, Brüder sollten sich niemals streiten. Ich bin mir sicher, der alte Meister wäre hoch erfreut gewesen zu sehen, dass sich die beiden Söhne endlich wieder vertragen. Ja, diese kannst du nehmen. Diese sind gesunde, gelehrige Geschöpfe. Ja, gut gemacht. So, da la la la. Und jetzt? Bronn.
Da haben wir noch was. Wie komme ich da hin? Ne, warte mal, die 7. Wie komme ich denn zur 7? Ich muss die Lutheraner noch anzuhören. Suche den neuen Arbeiter im Hinterhof des Anwesens. Wo ist das? Oh, das hat sich jetzt aber irgendwie cool angehört. Wie komme ich denn da hin? Achso, da muss ich außen rum. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Na gut, dann machen wir das. Da waren wir noch nicht, ehrlich? Echt jetzt? Wirklich? Okay. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste. Ich wurde kompromittiert. Ich wurde entdeckt sozusagen. Wer ist das? Finde und besiege die Feinde, ehrlich? Okay. Erstmal hier Gemüse sammeln. Gemüse. Ich meine natürlich Traumgängerblumen. Das ist kein Gemüse. Das ist hochwertiges Arzneimittel. Für den Heilpraktiker. Schon wieder kompromittiert. Okay. Ach, das sind die neuen Arbeiter. Ja, ja, okay. Okay, kann man da nicht irgendwas finden sonst noch? Okay. Das ist alles sehr schön gemacht. Was blubbert da so? Gar nichts. Hier gibt es gar nichts. Weiß jemand, was dieses wilder Hund, was ist das? Wir gucken uns mal den wilden Hund an. Ist das irgendwie so ein kleiner Boss oder was? Ja. Oha! Dicker! Was war denn das jetzt? Was war mit dem Pferd los? Was ist denn das jetzt gewesen? Ausgerüstet. Das ist sogar ein bisschen besser, ne? Ja. Da nicht. Da können wir wieder ein bisschen sammeln. Hier schön die Traumgängerblume sammeln. Digga, wo kommen jetzt die ganzen Pferde her? Das sind Feinde. Okay. Einen weisen Weg. Gehen wir wieder zurück. Also ihr seht, man ist immer beschäftigt. Der steht nicht mehr auf. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Schauen wir mal, was hier so rum liegt. Also ihr seht, man ist immer beschäftigt, selbst wenn man jeden Tag eine Stunde spielen würde, hat man hier echt zu tun. Hier ist auch nochmal Wasser. Okay. Ich muss wieder zurückreiten, sehe ich gerade. So, meine Damen, meine Herren, hier ist der Nils von Johnny and Friends Gaming. Wir spielen hier ein bisschen Lost Ark. Und ihr seht, das ist
durchaus eine Aufgabe für mehrere Tage, Wochen. Ich wusste, du würdest helfen. Endlich. Luban wieder... Was? Endlich. Luban wird wieder ruhig schlafen. Wir sollten die Kunde verbreiten, um das Gerücht zu stoppen, dass er mit dem Regenten gearbeitet hat. Es wäre toll, wenn du selbst die Kunde verbreitest. Ich habe gedacht, er hat mit dem Regenten gearbeitet. Na, ist egal. Wow, das ist ein Badener. Sehr schön, meine Damen, meine Herren. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Es war wieder eine Wohltat, mit euch zusammen hier zu sein. Ah, jetzt weiß ich, wo ich das Diorica herkriege. Okay, das werde ich am Ende kriegen wahrscheinlich. Dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen. Euer Nils. Ciao, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ja, bis dann, euer Nils. Tschüss.